Willkommen zurück zu Let's Play Anno 1404. Was gleich. Es waren Anno. Grade, einfach zu viele Annos. Musste gerade den Algorithmus nochmal im Kopf durchgehen, aber. Wir spielen einfach nur Anno. Ja, genau, wir spielen Anno. Im Orient und im Okzident. Ja. Achso, hast du das eigentlich schon angeschaut, wie es aussieht, wenn die Noria fertig ist und man da Sachen drumherum angebaut hat? Nein. Dann kannst du das jetzt mal tun. Ja. Ist halt jetzt schön grün. Schön grün geworden. Wie ist diese eine Dattelplantage nicht so effizient mit ihren 74%? Ja, das kommt ja noch. Weil da drüber. Hä, wieso hat das 6? Warum hat die 6 Felder? Weil ich noch eins angebaut hab. Warum? Die war doch fertig mit kultivieren. Wieso war die dann auf 74? Da. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, weil das da oben zu dicht am Sand ist. Ja, also weit bin ich ja noch gar nicht. Bleib mal locker und halt dich da mal aus den. Dattelgeschäfte raus, ja? Die Orientgeschäfte, wer kennt sie nicht? Genau. Ja. Ich gucke derweil mal, was mit unserem Werkzeug hier los ist. So, jetzt baue ich mal hier Gewürze, so habe ich gehört. Eismine, dies, das, jenes und überhaupt. Perfekt. Ach, ich habe übrigens irgendwie schon in der letzten Runde, habe ich gar nicht erwähnt, bei Errungenschaften habe ich schon so ein paar Sachen für unseren Ruhm gekauft. Was denn? Okay. Größere. Wie weit war das hier? Verbesserte Schiffe. Große, kleines Schiff und so. Mehr Ladekapazität. Wo denn? Rechts unten, neben dem zentralen Menü Errungenschaften. Und dann habe ich da... Ach so, da tatsächlich. Okay, Rang 1. Weil ich gerade überlegt... Ah, okay. Ja, alles klar. Ich habe da so ein paar Dinge, ne? Weil ich gerade kurz überlegt habe, ob ich das auch sehe. Aber ja, das wäre auch sonst wachsinnig, wenn man das doppelt kaufen könnte. Ich wollte gerade sagen, die Köhlerhütte lief vorhin auf 100%, obwohl sie nur die Hälfte ihres Einflussradius nutzen kann. Alles klar. Naja. Ah, jetzt habe ich kein Baumaterial mehr, um den Einflussradius zu vergrößern. Sehr gut. Weil da ja kein Holz produziert wird. Du brauchst Baumaterial, um den Einflussbereich zu vergrößern? Ja, um Gebäude zu bauen, die den Einflussbereich vergrößern. Ach so, okay. Ich meine, wir können auch mal wieder ein paar Bauernhäuser anbauen, ne? Ja. Bisschen mehr Bevölkerung ist immer gut. Naja, zumindest meistens. Da unten passt noch ein einzelnes hin. Wo meinst du? Achso, da. Ganz da wahrscheinlich, ne? Ja, genau da. Ja, muss halt gucken, ob das noch im... Ja, ist alles noch im Einflussbereich von dem Dorf. Das andere auch? Ja gut, dann passt auf der anderen Seite auch noch eins hin. Ja, ganz knapp so ist am noch Rand. Drin. Muss es nur mit einem Feld drin sein, oder? Nee, du musst schon mehr als ein Feldüberdeckung haben normalerweise. Ich glaube 2 oder 3 sind's. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wobei die beiden Häuser haben jetzt mehr. Also die haben 5, glaube ich. Oder? Moment, nee. Doch. Doch, 5. Ja, ich hätte gerade beim falschen Haus geguckt. Wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Felder von dem Haus. Was halt dann 5 wären. Weil die ja 9 Felder anlegen. So, dann können wir eigentlich jetzt auch langsam mal vielleicht eine Dings bauen, eine Schiffswerft. Schiffswerft, genau. Weil wir brauchen jetzt die erste Handelsroute für Gewürze. Ja, wir haben ja momentan noch genug Schiffe im Angebot. Welche Holzfällerhütte hat denn jetzt Probleme gehabt? Kannst du einfach anklicken. Ja. Das kommt manchmal dadurch, dass die Marktkarren einfach beschäftigt waren, dass es in dem Moment einfach voll gelaufen ist und dann kommt kurz später oder kurze Zeit später halt dann ein Marktkarren und dann hat sich das Problem eigentlich wieder behoben von selbst. Okay. Ja, Gewürze fehlen und dann haben wir bald schon Patrizia im Endeffekt. Aber vielleicht upgraden wir mal noch ein paar... Und immer noch nur auf die Gewürze. ...Bauern. Ja, das kommt vor. Also Gewürze sind jetzt fertig, müsst ihr nur... Könnt ihr euch abholen. Medaillon des Volkes hast du gekriegt. Ja, du kriegst jetzt die ganzen Anfangs-Achievements, für die es dann hier irgendwelche Kristalle gibt.
die irgendwie nicht okay. so wirklich wertvoll oder bringen mir diese Kristalle. Du kannst, glaube ich, bestimmte Achievements damit dann freikaufen quasi. Also so. Titel oder Titel, aha. sowas, also Belohnungen quasi. Ich glaube, du kriegst auch Belohnungen dadurch, dass du bestimmte Dinge mhm. überhaupt erreichst. Glaube ich. Ganz nützliche Dinge, nicht. Ja, also Titel ist jetzt irgendwie... Ganz nützliche Dinge. Kann man haben, kann man so auch Dinge sein lassen. Hat, ne? Ja. So, hier holen wir jetzt die Gewürze jetzt ab. Über eine Handelsroute. Ah, wir müssen, ach genau, Sachen auf das Inseln machen wir auch wie? Noch. Du kannst unten auf diesen kleinen Stern gehen. Also unten rechts in der Leiste. Ja. Nennt sich Routenplanung, klickst du an. Dann öffnet sich die strategische Karte und dann kannst du oben rechts leuchtend eine Route erstellen. Okay. Handelsroute 1. Genau. Und dann Konto hinzufügen. Konto und Schiffe hinzufügen. Gucken, was also die ein- und ausladen sollen und ja. Köln. Und zwar. Keine Waren gewählt, ja. Plus hier einladen. Nein, kein Most. Ja toll, da gibt's leider keine Gewürze einzuladen. Doch, musst du durchtaben. Also musst du den richtigen Tab auswählen, weil das Orient gedöns ist. Wolfshafen. Da, Gewürze. Und hier dann wieder ausladen, logischerweise. Die Gewürze. Warum steht hier jetzt 1 und auf der anderen Seite nur 2? Achso, nein, 1 steht für, wo man es abholt und 2 für, wo man es hinbringt, oder? Die Reihenfolge, oder was? Ja. Ah, okay. Das ist die Reihenfolge, in der die Dings angewählt, also angefahren werden. Ja, gut. Schiffe hinzufügen. Ah, und den brauchen wir ja. Ja, und den Handelsrouten immer irgendwelche Namen geben. Irgendwie, wir haben schon unterschiedliche Nomenklaturen oder Namensschemata verwendet, aber irgendwie... Das möglichst sinnvoll, irgendwie so halt Gewürzroute oder so. Ich habe einfach nur Gewürze eingegeben. Ah, sehr gut. Ja. Ein Schiff wird automatisch zugefügt, oder? Nee, muss auch zuweisen. Nimm's am besten irgendeinen. Also wir haben ja relativ viele Schiffe. Wieso heißt die Route jetzt Kell? Ja, das Problem war, ja, er hat so ein bisschen Delay. Er mag das nicht, wenn mehrere Leute gleichzeitig den Namen ändern wollen. Ich gerade das offen hatte, als du das geändert hast und dann hatte ich halt was eingetippt und dann habe ich festgestellt, dass Backspace darin irgendwie nicht funktioniert. Und dann kam dieser Salat daraus. Okay. Muss man das noch irgendwie bestätigen oder das bleibt automatisch, oder? Ja, Enter drücken normalerweise. Nein, ich meine eigentlich nicht beim Namen, sondern wenn man dann die Route. Ach so. Wenn die Route irgendwas gemacht hat. Das ist automatisch gespeichert. Okay. Oh Gott. Nein, das darf schon so bleiben. So, ich habe auf jeden Fall jetzt noch mal ein paar Bauern dazu gepackt. Dann gucken wir mal kurz, dass da noch eine Kapelle hinkommt, aber wir haben wieder kein Holz. Super. Aber Steine und Werkzeug ist gerade voll auf der Hauptinsel, das ist ja super. Immerhin etwas. Können wir schon die ganzen Bauern upgraden. Jetzt haben wir sowas von gar kein Holz mehr. Das war sehr intelligent. Und das Schöne ist, wenn deine Lager komplett voll laufen, dann laufen ja irgendwann auch die Lager der Produktionsstätten voll, also zum Beispiel der Werkzeugmachereien. Und dann sind halt 5 Tonnen, die halt nicht abgeholt werden können, weil das Lager voll ist. Und wenn du dann 10 Tonnen aus deinem Lager rausnimmst und halt zum Beispiel 2 Werkzeugmachereien hast, dann kommt halt in dem Moment dann Warenkarren und holt die 10 Tonnen zusammen von den beiden Werkzeugmachereien ab und dann hast du relativ instant wieder das Lager voll. Okay. Das ist halt quasi dieser Effekt, der dann auftritt, wenn das Lager vorher eine Weile lang halt übervoll war. Ah, 12 Tonnen Holz. 2 fehlen noch. Ich habe zu viele Datteln. Ich habe nur 2 Dattelplantagen. Dann pack halt eine weg. BWL-Student. Pack halt eine weg. Ja. Und Feuer halt die Leute. Das ist günstiger, ne? Genau, ja, ist richtig. Classic Controller, ja. Naja, ich meine, im Spiel ist es ja Wurst. Ja, das sagt der BWLer auch. Nee, BWL war nix für mich.
Ist mir Wurst, ne? Ja, vor allem in der Metzgerei. Oha. Oh ja. Der war schlecht. Ja, die Witze kommen jetzt tief, damit muss man rechnen. Ist spät, ne? Ja, ist richtig. Nee, ist spät. Ja, das auch. Nicht richtig, sondern spät. Ist richtig spät. Oh Gott. Ja, das ist, Das Samstag halt. Abendliche Niveau. Ja. Wo, welches? Ja, das ist das Problem. Aber du kannst übrigens mit dem Abrisstool auch Bäume abreißen. Ob toll. Da kannst du ganze Insel mit roden, das sieht ja ganz lustig aus irgendwie. So blank poliert quasi. Ich bräuchte mal ein Schiffchen. Und ich habe jetzt übrigens auch mal die Kapelle so dekoriert, da kannst du die Santa Maria haben. Haben wir gerade irgendwelche Verwendung für den aktuellen Ruhm? Nö, ne? Nicht wirklich. Gut, dann nehme ich den für Gastgeschenke, ja? Ja. Weil sonst kann ich keine Teppiche anbauen. Ja. Ich habe die zweite Kapelle oder die neu gebaute Kapelle jetzt mal so dekoriert, wie Uwe das haben wollte. Heißt hinten Garten, vorne Eingang direkt an dem Weg. Ach, da. Genau, vorne das sieht doch besser aus. Das ist richtig. Viel schöner, ne? Ja. So. Ja, ja. Ein paar Wohnhäuser. Upgrade. Ah, 870 Bewohner, also Bürger maximal im Moment. Also ich kaufe dann jetzt Gastgeschenke, damit ich, ne? Ja. Tu das. Dinge machen kann. Das neues Land wo? Ah. Ja, das eine Schiff fährt da jetzt rum und erkundet schon Sachen. Oder erkundet mal wieder Sachen. Schon ist ja nicht ganz richtig. Ah, bei der Steinmetzhütte ist das Lager voll. Ja. Warum? Ah, weil da kein Stein mehr reingeht. Steine brauchen im Moment. Ist das Lager halt voll. Ja, irgendwann lernt man, dass man diese Produktion gestoppten Meldungen doch besser, ich sag mal, nicht so ernst nehmen muss meistens. Weil okay. Es halt viele Auslöser dafür gibt. Es entweder irgendwas läuft schief oder in meisten Fällen, du brauchst halt gerade einfach keine Steine und kannst zum Beispiel die Steinmetzhütte auch einfach pausieren und sparst ein bisschen Geld. Kannst im Endeffekt machen. Musst nur daran denken, dass du die wieder anschaltest, wenn du wenn du Steine aus dem Lager entnommen hast, logischerweise. Ja, das denke ich mir. Ja, das, ich sag's nur, weil das oft übersehen wird dann. Entweder weil man es nicht selbst deaktiviert hat oder weil man es einfach vergessen hat. Das kommt halt auch vor. Achso, und wir haben jetzt schon mal wieder 40 Tonnen Werkzeug. Jetzt haben wir irgendwie gerade genug Werkzeug. Das ging schnell. Ja, komisch. Wir haben ja auch überhaupt keine Werkzeugproduktionsgedönses da gebaut. Ah, wett. Wer hat das Schiff wieder mit nach oben genommen? Welches? Was, welches Schiff? Santa Maria. Ich habe das nicht mit nach oben genommen. Ich habe das gerade nur im Hafen depositioniert. Jetzt wollte ich gerade eigentlich das Werkzeug damit holen. Weil ich dachte, das ist wieder hochgeschickt. Nee, ich wollte damit eigentlich Gastgeschenke kaufen. Gut, dann tu das. Vielleicht sollten wir vor jeder Schiffsaktion den Namen des Schiffes und den jeweiligen Verwendungszweck nennen. Ich glaube, das war gerade einfach ungünstiges Timing, weil ich in dem Moment das Schiff wegdirigiert habe, als du es wahrscheinlich schon angeleitet hattest. So eine halbe Sekunde später. Yes. Ja. Ja, das könnte vorkommen. So, jetzt gucken wir mal, ob es schon anfängt zu knallen, jetzt wo ich die Bürger geupgradet habe. Das warum? Ja, mehr Leute, mehr Bedürfnisse. Ja, ob irgendwelche 100 ob Leute brauchen irgendwelche mehr Leitstufen als 10. Ja, okay, stimmt. Das ist logisch, oder? Irgendwie schon. Hey, wir haben Gewürze. Ah, nö. Hype. Da müsst ihr mir halt sagen, ob das reicht oder nicht, sonst baue ich halt mehr an. Bis jetzt? Jetzt schon mal davon aus, dass es langfristig nicht reichen wird. Wir dürfen es nach Vergnügen. 0%. Ja gut, für die Oberen da. Kein Spaß für dich. Ich baue noch eine zweite Schenke dahin. So. Ich habe jetzt mal die Hanfproblematik oder die Leinkuttenproblematik etwas entschärft und dann noch zwei Hanfplantagen angebaut. Weil die ja mittlerweile auch schon nicht mehr genug Leinkutten hatten. Ja gut, das geht ja so. Ja, Gewürze, mal gucken, wie lange es dauert, bis das Lager leer ist.
Ich schlage ein. Und auf welcher Seite ist jetzt der Eingang? Von der Kapelle oder was? Nein, von der Bierschenke. Ich glaube, das ist da, wo dieser Dings, der Wagen mit den Fässern steht. Ah ja. Da siehst du doch diese kleine Treppe und das ist der Eingang. Also, ist, also ich glaube, wenn man das seitlich hinstellt, ist es also auch was. Ich behaupte, es ist eigentlich vollkommen egal. Es ist halt natürlich ästhetisch. Es ist einfach nur optisch. Ja. Ist sonst vollkommen egal. Kannst du die Optik muss halt auch stimmen. Ne? Zumal zum Beispiel Kapelle auch mehrere Eingänge hat. Hier einen Haupteingang und hier mindestens einen Seiteneingang. Linke Seite oder rechte Seite? Er kommt drauf an, wie du sie drehst. Nein, rechte, rechte Seite, wenn die Figur vorne steht. Gebäudeplatzierung. Ich meine, ob ich die Schenke nach links oder also so wie unten oder auf die andere Straßenseite. Ist egal im Endeffekt. Wobei näher besser oben eigentlich, habe ich gerade gesehen. Aber du siehst ja, der Einflussradius ist okay, also dann passt das. War halt zu spät. In dem Moment, in dem du besser oben gesagt hast, hat es schon platziert. Das habe ich mir gedacht. Es ist unten ein Bauernhaus, was weder Kapelle noch jetzt zum Beispiel Schenke hätte. Und der Punkt ist, du hast ja eine bestimmte Menge an Upgrade-Rechten quasi. Und das heißt aber nicht, dass du auch wirklich so viele Häuser in dem Moment kriegen kannst. Weil du kannst zwar genug... Ach, das Haus. Nein, es sind sogar zwei Häuser. Ja, es ist nicht so wichtig. Du kannst zwar genug Upgrade-Rechte haben, aber wenn jetzt ein Haus, was du upgraden könntest noch, wenn das halt kein bestimmtes Bedürfnis halt nicht hat, dann kannst du halt nicht so viele Häuser upgraden, wie da eigentlich steht teilweise. Weil halt dann einfach an manchen Stellen einfach das Bedürfnis fehlt quasi. Also gerade bei Gebäudebedürfnissen ist es halt manchmal die Problematik, die da halt zuführt. Ich glaube, das mit der einen Webstube wird nichts mehr. Da brauchen wir wirklich noch mehr Handplantagen. Ja, es dauert ja im Moment. Siehst ja jetzt, die läuft gerade an. 2%, 3% steigt ja. Ja, hier der große. Wieso? Die macht doch die größte Zeit über nichts. Hä? Die macht doch die größte Zeit über nichts, oder? Nee, ich habe sie ja gerade erst angestellt. Die war ja zwischenzeitlich pausiert. Weil ich gesehen habe, weil wir ja festgestellt haben, dass es nicht so wirklich gut funktioniert im Moment. Das war so der Punkt. Ja gut, aber wir haben ja überhaupt keinen Hanf auf Lager. Also kann es ja nicht besser funktionieren jetzt. Ohne zusätzliche Hanfplantagen. Naja, wenn du gerade keinen Hanf auf Lager hast, dann kann es auch sein, dass es einfach gerade genau passt. Also, muss halt gucken. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus also die eine Webstube nimmt jetzt ab wieder. Ja, gucken wir, wie sich das mittelfristig entwickelt, weil manchmal musst du dann auch ein gewisses Gleichgewicht einfach hergestellt haben quasi, damit das dann funktioniert. Obwohl auch die Warenverteilung manchmal nicht ganz so, sag mal, nicht so fürchterlich sinnvoll ist. Kann auch sein, dass da einfach jetzt das Warenhaus fehlt. Machen wir da ein neues hin und bauen da noch mehr. Und müssen wir gucken. Ja, da kommen wir schon relativ dicht in die Nähe der Siedlung. Aha, ein kleiner Bauer bittet sie um Hilfe, versenken sie das flüchtende Schiff und bringen sie den Beweis. Hä, zum Konto? Ich habe eine Höhle angeklickt. Okay. Das ist in der Höhle verschanzt und dann so, ja, machen wir oder wie? Das ist tatsächlich so, der klagende Bauer, der in der Höhle wohnt. Es scheint ihm echt nicht so gut zu gehen. Und er hat offenbar tatsächlich allen Grund zu klagen, wenn er in der Höhle wohnt. Alles klar. Das ist super sowas. So, na dann machen wir einfach mal noch zwei Hanfplantagen hier in die Nähe. So. Toll, wir können Palmen bauen. Ach, sehr gut. Es gibt übrigens auch so eine Autoplatzierfunktion für die Felder bei den ganzen Produktionsgebäuden. Ah. Ist aber meistens ziemlich unzuverlässig. Also es ist beziehungsweise nicht sonderlich optimal meistens. Das heißt, kann man machen, aber ist eigentlich unsinnig. Wenn man es genau nimmt. Es gibt manche Konstellationen, wo die das optimal hinkriegen, aber in den meisten verkacken sie es. Der Algorithmus scheint nicht so durchdacht zu sein da. Ich meine, es ist schon nicht ohne Grund so, dass man die auch manuell platzieren kann. Ja gut, das macht halt irgendwie auch so den Reiz von Anno aus, diese Perfektion zu erlangen in dem Anbauen von Feldern. Im Feldbau, ja.
Sag mal, die Schenke braucht überhaupt nichts, oder? Inwiefern? Na. Also keine Ressourcen oder sowas. Die steht halt da. Die braucht, ja, braucht nur Geld in dem Sinne. Also die kostet Unterhalt, aber das ist alles. Ist natürlich logisch, da wird nichts ausgeschenkt oder so. Bier gibt's hinterher auch noch. Schenke. Das Lustige ist, Bier wird die hinterher. Die schenken sich nichts. Ja, ja. Oh. Das ist, oh Gott, das ist ja das wieder. Das ist, ja. Wir sollten so einen Flachwitz-Counter einbauen. Ja. Ja, hinterher, das Lustige ist, hinterher hast du ja ein Bedürfnis Bier. Also die haben als, die Bürger haben als Getränkebedürfnis Bier. Hinterher. Also die Patrizier, glaube ich, sind das. Die wollen Bier nicht, und Brot haben. Ich weiß nicht, aber da jetzt nicht irgendwie eine Straße? Wo? Bei deinen neu angebauten Hanfplantagen? Nee, weil die Straße nach links zu dem einen Markthaus geht, was da neben dem anderen Markthaus steht. Deswegen, da ist die Straße hingeführt. Das war jetzt zu dem Idee, einen Markthaus, das dann neben dem anderen Markthaus steht? Geh mal nach links, da sind zwei Markthäuser. Ich upgrade das mal, dann sieht man es besser. Ach, das so, da? Ja, ach, genau, da ist die Straße. Richtig. So, und dann packen wir da eigentlich nur eine Hanfplantage hin, das macht mehr Sinn. Eine Dings. Klebstube. Aha. Was, jetzt kommt schon das erste Bettlerschiff? Ja, genau, da wird das nochmal erklärt mit dem Bettler. Das ging aber schnell. Ja, das war jetzt oh Gott, nicht das ist mir jetzt nicht alles durch. Das Bettlerschiff. Im Endeffekt, kurze Variante war das, was ich vorhin schon erklärt hatte. Einfach, ich weiß noch genau, was das war. Entweder ich wollte gerade sagen, das ist wieder sehr... Du kriegst Geld oder die Leute kommen in deine Stadt. Okay. Das ist die kurze Variante. Und wenn du sie ablehnst, kriegst du Geld, wenn du sie ablehnst. Und wenn du sie ablehnst, kann es passieren, dass sie hinterher nochmal als Kriegsfraktion wieder auftreten quasi. Also als so ein kleines Kampf. Ja, momentan kann man die aber annehmen, weil wir haben noch keine Patrizier und eben beschweren sich erst ab der Stufe Patrizier, dass Bettler in der Stadt sind. Ja, aber ich glaube, wir kriegen vorher also momentan noch könnte, Geld. Momentan könntest du die eigentlich annehmen, um weitere Aufstiegsrechte für Bürger zu kriegen. Muss da nur dran denken, dass du ein Bettlerhaus baust. Wenn das denn überhaupt schon geht? Nee, geht nämlich noch gar nicht. Ja, kriegst du, sobald du Bettler hast, ja. Ach, ist das schön. Wir haben übrigens kaum noch Geld. Ja. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ist jetzt nicht mehr ich glaub, so viel. Der Orient ist leider ein bisschen sehr teuer. Naja, aber wir haben eine positive Bilanz. Wir haben einfach viele Einmalausgaben. So eine Schenke kostet ja auch mal direkt 1000. Also, ach so. Ja. Das muss man halt auch immer noch bedenken. Ja. Nehmen wir einfach an. 135. Ja, das sind bis zu 500. Nee, 500 gehen in dieses Bettlerhaus rein. Aber es sind meistens so irgendwie 100 bis 200 oder sowas. Oder 100 bis 300, glaube ich. Damenhaus. Wie groß ist das Ding? 500 gehen in dieses Haus? Ja, das ist nicht so sinnvoll. Ach, guck mal, jetzt weiß ich nämlich so direkt neben die Schenke platziert. Die schlafen übereinander. Perfekt. Ich glaube eher, die schlafen ineinander. Oh ja. Und der Witz ist, wenn du kein Bettlerhaus hast, dann kosten die Bettler dich was. Okay, das also Bettlerhaus steht verkehrt rum. Also im Moment ist es so, dass die Bettler uns 33 Goldmünzen kosten. Und wenn wir ein Bettlerhaus bauen oder ein Armenhaus bauen, dann ziehen die ein und dann kostet es uns nichts mehr. Dann kostet es uns quasi nur noch die Versorgung. Okay. In dem Sinn, also hier den Most und Fisch im Endeffekt. Und Glaube und sowas. Das ist echt so einen leichten OCD, was Gebäudeplatzierung angeht, kann das sein? Ja, es hat sich gerade angeboten und ich glaube, kein anderes Bedürfnisgebäude passt da so gut rein jetzt. Und ich habe das nicht extra vorher irgendwie gedreht, weil wenn ich es richtig rumgedreht hätte, ja, dann hätte ich so recht gehabt. Aber ich sehe es jetzt nicht ein, das nochmal abzureißen. Nee, ich meinte jetzt überhaupt, weil er dann so, ja, das Bettlaus steht falsch rum. Ich so, ja. Das habe ich überhört. Weil dann nämlich auch schon die ersten 30 Bettler fast eingezogen sind. Ja, jetzt sind es 30. Und man kann halt im Endeffekt durch das volle Haus bis zu 12 Aufstiegsrechte dazu kriegen. Heißt, man spart eigentlich Bauen. Ist mir eigentlich irgendwo angezeigt, wo viel... Ach, das sind die Aufstiegsrechte hier. Nein. Wo sind die Aufstiegsrechte? Wenn du zum Beispiel... Geh mal auf den Marktplatz und dann geh auf diesen Pfeil mit den Bürgern drin, der ist in der Mitte. Dann steht da 0 von 6 Handelsprivilegien verfügbar. Beziehungsweise, wenn du dann nach unten gehst, 0 von 11 Bürgerrechte. Moment, was? Verfügbar. Wo? Auf Marktplatz klicken. Ja, ach da, ja, ich war oben auf Einwohnerübersicht und nicht auf links und nicht auf Bevölkerungspyramide. Ja, genau. Ah ja. Siehst halt unten Bürgerrechte und dann Handelsprivilegien. Je mehr Bürger du hast, desto mehr
je mehr Bürgerrechte du hast, desto mehr Bürger kannst du natürlich auch haben. Und je mehr Bürger du hast, desto mehr Patrizier und so weiter. Ja, ne? Ist logisch. Bürgerrechte logisch. Verbrauchen sich natürlich. Ja, richtig. Also, und, wenn ich da so einen Bürger habe, dann haben die anderen natürlich weniger Rechte. Ja, richtig. Die haben Abnutzungserscheinungen. Das ist gefährlich, ja. Da musst du hin und wieder mit deinen Grundrechten auch zur Inspektion fahren, sonst ist das, sonst gehen die kaputt. Ja, ich dann hast du auf einmal keine Grundrechte mehr, das ist ja blöd. Ich hab mal auch das kleine Markthaus ausgebaut. Okay. Ja doch. Ich hol mal eben kurz Werkzeug und verkauf das, glaube ich, damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Weil der Typ kein Holz mehr abholt. Oh nein, das Lager ist einfach voll. Ups. Na gut, jetzt nicht mehr. Kann es sein, dass uns der Fisch ausgeht? Kann gut sein. Ich glaube, wir haben nur die zwei Standardfische hätten von Anfang an, ne? Drei. Nee, oh, drei. Oh, ganze drei Stück? Ja, das Lager geht zurück. Ich baue mal eine dazu. Ja, kannst auch zwei dazu bauen direkt. Aber zwei passen da nicht mehr, oder doch, zwei passen noch gerade hin. Ach, guck mal, wie smooth da noch zwei hingepasst haben. Das ist ja perfekt. Das ist genau null Abstand dazwischen im Endeffekt. Oder? Na, okay, nicht, doch, ein Feld ein Abstand, noch. Ja. Aber es ist... Ups, nein, das wollte ich nicht. Dicht dran an Null. Ja. Ich habe vor kurzem bei XKCD, ist ja auch so, ein, so eine Comic-Webseite, falls die jemand kennt von euch, dann meinte da auch jemand, ja, es gibt ein Rundungsverfahren und dann so alle Zahlen, die komplett ausgeschrieben nicht auf eine Whiteboard passen, die werden nicht gerundet und alle Zahlen, die noch auf einem Whiteboard komplett draufgeschrieben passen, die werden auf 0 gerundet. Hä? Quasi, dass du über die Menge der, also über die Anzahl der Ziffern rundest. Okay. Das war einfach ein Mathematikerwitz in dem Sinne. Wenn, okay. wenn die Zahl so kurz ist, dass du sie komplett auf einem Whiteboard draufschreiben kannst, dann kannst du sie auch gleich als 0 ansehen. So war der Gedanke dabei. Okay. Das passte gerade irgendwie. Okay. Stille. Nun. Ich vor allem überhaupt noch irgendwie so ein als Naturwissenschaftler und wahrscheinlich muss sagen, bald. Ja, ich hab nicht ganz zugehört, deswegen habe ich irgendwie. Gut. Ich glaube, ich habe den Anfang verpasst. Hast du eigentlich eine Freundin? Nein. Dann ist das wahrscheinlich auch gut so. Mit der Einstellung ist das nämlich gefährlich. Ja, ich habe gerade nicht zugehört. Nun. Tödlich. Ja. Ich glaube, das ist die schlechteste Antwort, die du geben kannst, wenn du eine Freundin hast. Das ist die allerschlechteste. Noch schlechter wäre eigentlich nur, nein, ich weiß nicht, wann du Geburtstag hast. Nein, ich hasse deine Mutter. Gut, Geburtstag. Wobei, kann ich mir sowieso das muss nicht unbedingt negativ sein. Geburtstage kann ich mir sowieso nicht merken. Ja, es gibt aber einige Geburtstage, die du dir merken sollst, wenn du am Leben bleiben möchtest. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, aber gut, ich meine, das ist ja deine Entscheidung dann. Ich bin gern tot. Ach ja, dann ist ja gut. Ja, dann steht ihm ja nichts mehr im Wege. Ja, das ist ja alles okay. So, da bauen wir dann noch eine Kapelle. Kann Uwe sich direkt hinlegen. Meine Güte, sind die gläubig. Ja, der Einflussbereich von der Kapelle ist halt nicht so fürchterlich groß. Das Bier schafft mehr, ja. So ist das halt. Könntet ihr mir vielleicht ein bisschen Werkzeug geben? Ja, okay, ich hätte es jetzt sonst verkauft. Nee, bloß nicht. Ich brauche Werkzeug. Ja, wir brauchen Geld. Boah, Quatsch, Geld. Über Werkzeug. Ja, dann Werkzeug haben wir nur 41 Tonnen hier. Ja, ich habe gerade was umgeladen. Ich glaube, auf der Dingsinsel sind nochmal 27 Tonnen. Das heißt, pass auf, ich schicke das Schiff jetzt noch zu der Werkzeuginsel und dann schicke ich es zu dir und dann kannst du da in Werkzeug baden. Bis dir das Werkzeug aus den Ohren rauskommt. Das höre ich gerne. Ja. Ja, dann nicht mehr. Ich weiß, es ist schon spät, aber so schlecht war der Witz jetzt auch nicht. Doch. Ja, okay, dann doch. Zirp. Alles klar. Ja. Sind wir übrigens wieder bei einer halben Stunde gleich. Ja. Da wollte ich auch gerade anmerken. Ist mal wieder soweit. Ja gut, ich meine, dann können wir ja schon mal Schluss machen, ne?
Ja. Ich lege mal kurz den Krempel hier auf und dann, Sekunde, so, Werkzeug ist aufgeladen. Dann soll das Werkzeug nach unten fahren. So, fertig. Dann können wir Schluss machen für heute. Gut. Dann bis demnächst. Tschüss.